Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Star Wars Battlefront. Yeah! Und es geht weiter hier im Multiplayer-Online-Gemetzel. Mit dabei ist wieder Onkel GamerShakerP. Halli, hallo, hallöchen. Und natürlich ist auch der Revano dabei, der sich wieder vergessen hat anzusagen. Yes, ich bin der Revano. Ja, und zwar machen wir heute Kampfläuferangriffe. In einer epischen Schlacht drücken mächtige imperiale Kampfläufer gegen die Rebellen vor. Alter Schwede, ja, lad mich ein, ich will töten. Ich will töten. Alter Schwede, sagt er. Alter Schwede, sagt er. Ja, ich habe wieder ein paar Waffen freigeschaltet, die ich benutzen Alter könnte, Jedi. aber ich habe leider kein Geld. Ja, so Ja, sieht's ja, aus. ja, du armes Ding, du. Ja. Und alter Schwede geht auch alter Jedi. Ja. Okay, geht's dir auch ja, gesund? Revano 28 ist auch am Start, obwohl der schon gar nicht, schon lange nicht mehr 28 ist. Das ist nämlich eigentlich auch schon ein alter Sack. Ja, wunderbar. Ein So. Jahr älter. Ja! Denn die Was? 29. Ja, 29 bin ich, was los? Ja, du bist doch schon alter Sack. Kampfläuferangriff. Die Okay, Truppen ja. der Rebellen müssen alles in der Macht Stehende tun, um sich gegen imperiale Kampfläufer zu verteidigen, die sie vernichten wollen. Das Imperium hat seine AT-ATs bei ihrem Vormarsch auf das Ziel eskortiert. Er muss Aha. seine AT-ATs. Irgendwie habe ich jetzt. Warum habe ich Alter, hat ich hätte gern gelesen? so einen riesen Dicken. Ich würde gerne den Dicken spielen. Ich habe einen riesen Dicken, aber wenn du denkst, du hast. So, okay, dann würde ich sagen, machen wir mal Beitritt, weil wir können sowieso nichts freischalten. Keine Ahnung, ich will zocken hier, was ist bäh, los bäh, hier? Bäh, bäh. Halte die Ah, Uplinks wir können schon offline, um die eintreten. Bombenangriffe. Das ist das, was wir gemacht haben in der Beta. Jo. Verteidige den AT-AT Ach während so. Bombenangriffe gegen die Attacken der Rebellen. Wenn die AT-AT überlebt hast, hast du gewonnen. Also wir müssen jetzt die AT-ATs Dingsen. Partnerstart. Du bist schon auf dem Spielfeld? Ich bin Du bist schon schon da, auf dem ja, Spielfeld, komm, ja. komm hinter mich. Ja klar, du weißt ja, ich kann nicht anders. Ich muss töten. Oh, ich liebe diese Map. Die Map ist einfach traumhaft. Aber die ist halt Das dunkel, ist. ne? Das ist halt das Problem. Ja, das war ein Insider von einem anderen Map, weil ich gesagt habe, das ist so dunkel auf dem Eisplaneten. Ja, ist es ja auch nie. Der Ja, Dunkel schreit und hell leuchtet. Bleib bitte am. Boah, ich krieg ja jetzt schon die Hucke voll. Ich wollte gerade sagen, bleib bitte am Leben. Bin gerade geboren worden und schon werde ich hier abgelutscht. Ernsthaft. Brauch ein AT-AT-Steuerungssystem. Brauch ein AT-AT-Steuerungssystem. Bist du hinter mir? Nee, bist du wieder weg. Ich bin hinter dir, ja. Wenn du auf die Karte guckst, müsstest du einen gelben Punkt sehen. Das Ich kann nicht guck aber nicht sein. auf die Karte, Mann. Ja, dann guck doch mal unten links. Du hast da Augen. Einfach mal so nach unten. Hallo, da ist er. Weißt du, wie ich mein? Gewitter? Nö. Ah, da kommt der Luke, Mann. Die haben jetzt schon den Luke, oder was? Ja, die wissen ganz genau, wo der steht, verstehst du? Oh, zurück in die Schlacht. Ich bin gerade hinter dem Luke und versuche ihn zu töten. Aber ihr wisst ja, Was ist denn das? der Luke ist ein netter Kerl. Oh, ich wurde vom Orbitalstreik gekillt. Warum? Weil das du mir das sonst so rumläufst. Nö, ich hab den Luke verfolgt. Wollte das Imperium glorreich dienen. Ich, ach, Hat aber nicht geklappt. Hä? Ach du Sau, hab ich gesagt. Little B, my little B, little B, little B. Lord Vader ist eingetroffen. Oh, Lord Vader ist auch am Start, okay. Also meine Traummission wäre in dieser Map hier, wenn wir einmal vor diesen Sternzerstörern drauf kämpfen würden im Weltall. Und dass wir vielleicht, dass man sieht, wie die dann ballern oder man die Kanonen davon benutzen kann, wie bei Star Wars Battlefront 2. Ah, was, wo bist du? Wo bist du denn? Ja, da Haufen unten. Haufen Leute, da, wo du die bist alle wieder weg. kommen. Hey, wir rennen doch zu den Gegnern. Die Rebellen, die sind böse. Ein Bomber der Rebellen visiert unseren AT-AT an. So, mein lieber Freund. Ich krieg hier ordentlich auf die Fresse. Habe ich schon erwähnt, dass ich auf die Fresse krieg? So, dann wollen wir mal. Darth Vader ist auch am Start. Wunderschön. Und ein So, das Ding Jäger. Ist so Halt Ach so, die Dinger müssen wir offline schalten. Ach so. Ah. Off the line. Oh, zurück in die Schlacht, was? Wir sind hier, Soldat. Zurück in die Schlacht, hä? Okay. Ich hab gedacht, wir müssen da rein. Haben sie ein bisschen umgebaut, die Map, hä?
Wow, geiles Ding, geiles Ding. Komm, 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 stirb. Oh nein, jetzt ist die Waffe überhitzt. Ach jo. Da bist du einmal an so einem geilen Lasergeschütz dran und dann ist die Waffe überhitzt, ne? Ja, da will ich hin. Da, komm, stirb. Komm, stirb, bitte. Rebellenschiffe eröffnen das Feuer auf unsere Kampfläufer. Wir haben ihren Ablink deaktiviert. Das müsste ihre Bombe. Ja, ja, ja. Ach du Scheiße. Die Rebellen sind schon klein. Ach du Scheiße, sind das viele. AT-AT ist Schwachpunkt. Ach, da drunter. Oh, wo du rumrennst, Alter. Wir müssen jetzt unseren AT beschützen. Also die haben das echt umgebaut. Pass auf, die sind hier unten, die sind hier unten. Die beschädigten Schilde sind bald wieder online. Ja. Ja, ich habe einen getötet, dass ich dann noch erleben darf. Weil das Problem ist jetzt gar nicht daran, die zu töten. Das Problem ist daran, dass man einen trifft, weil die jetzt schon alle tot sind von den anderen. Off the line, off the link, off the wine. Happy New Year, Happy New Year. So, was geht denn ab jetzt hier? Ja, Granate reingeworfen, so ist geil. Da wollte er nicht. Bin hinter dir, Onkel. Komm, wir stürmen! Ja, ich hab dich gerecht. Bleib am Leben, bleib am Leben, bleib am Leben, ja, bleib am ja, Leben, bleib am Leben. Zu mir, komm. Bin da. Ja, geh mal weiter. Du bist hingelaufen. Granate rein! Ja, so gefällt mir das. Sturm, Sturm, Sturm. AT-AT wird von einem feindlichen Bomber anvisiert. Vorrücken und abschalten. Meh, du hast das Zauberwort nicht gesagt. Granate? Achtung, Onkel, da hinten ist eine ganze Parade von denen. Ein Paradebeispiel der Gegner. Leb weiter. Ich hab da so ein Problem, das nennt sich Gegner. Bin da. Hab ja. Weggeräumt. Das Problem ist, dass die Granaten werfen, die kleinen Zinis. Okay, wo gehen wir hin? Wir sind uns zahlenmäßig unterlegen. Ich werfe auch Granate. Hinter dir, dreh dich rum. Ja, vor mir, hinter mir, seitlich. Boah, ich hab alle getötet, alle drei. Boah, 400 Punkte, geil. Warum kann ich da nicht wieder spawnen? Weiß nicht. Was ist das für eine Kacke, ey? Hallo. Rebellenablink deaktiviert. Bin kurz danach gestorben. Weil du mich allein gelassen hast. Er hat mich allein gelassen! Weil du so ein toller Partner bist. Du alter Imperator, du. Was? Ich habe alle abgemurkst. Alle? Ja. Alle zusammen. Dann kam es wieder neu und dann war ich tot. Ja. Was? Oh, da hinten ist es. Ich will's haben. AT-AT. Kampfsymbol, das will ich. Einmal will ich da rein. Oh, der will so ein anderer sich da tun. Ach du Drecksack! Mann! Hat er sich den weggeschnappt? Das wird ausrasten. Oha. Ja! Granate flattert. Du bin da. Komm, wir stürmen. Parade. Hast du Granate? Wenn ja, wirf rein. Ne, hab grad keine. Boah, das sind die fetten Raketen von dem AT-ST. Wir haben den Ablenk der Rebellen deaktiviert. Lass nicht. Willst du denn schon wieder hin? Ja, ich hab mir so ein Ding geholt hier. Komm. Achtung! Wir werden gejagt! Die Rebellen sind in der Überzahl. Kein Problem, ich porte mich. Wo bist du denn jetzt? Konnte nicht mit zu dir porten. Ich konnte mich nicht zu dir porten. Also ich freue mich auf jeden Fall, diese Map ja als Rebelle mal zu spielen, ob wir die verteidigen können. Und hab einen Rang 5 erreicht. Cool. Yo, ich bin Rang 5 und dann kann ich mir wieder was kaufen. Dann kann ich mir wieder was kaufen. Rebellenablink deaktiviert. Yes, achso. So, ich geh mal fliegen. Ja, ich geh mal in so ein AT-ST hier rein. Den kleinen. Jetzt geht ein kleinen, ja. Der große ist leider benutzt. Er wird benutzt.
von einem Mann. Und das macht mir nichts aus. Ich bin jetzt so ein Kleiner. Hey, geil, der hat gerade einen vom Himmel geholt. Das sah geil aus. Wie kann ich nochmal die Typen anvisieren im Himmel? Ach, R2, ne? Und dann kann ich Rakete draufballern, ne? Ich sehe gar keinen. Und, ich verstehe es nicht. Jetzt, okay, jetzt war es auch ein Ego-Shooter-Modus. Hm. Ach, wo bist du denn? Warum kann ich dich denn noch nicht? Ich kann mich nicht zu dir spawnen. Ja, achso, ich bin der Roboter, ach, vielleicht deswegen. Hm. Ja, hab ich dir erzählt. Hast du doch noch gefragt, der Kleine. Du, ja, kurz geht dich nicht, du. Dude, was ist los? Möchtest du darüber reden? Ich schieß mal rein, Leute. Ich helfe euch mal ein bisschen. Ich unterstütze euch mal hier mit Raketen. Ihr wisst ja, wie das läuft hier. Ich hoffe, das hilft euch ein bisschen. Ich habe keine Ahnung. Ich baller mal rein hier in den alten Zappelladen hier. Gut. Boah, die Sirene ist voll geil. Liebe es. Ey, die schießen übelst auf unsere ATS. Das ist der Wahnsinn. Ey, da ist einer. Oh. Ach, da hinten sind die Jungs. Jawohl, jetzt komme ich. Hier kommt meine Rakete. Es gibt viele davon, aber hier kommt meine Rakete. Komm, stirb jetzt, stirb. Mein Gott, werf die Granaten, komm. Ja, endlich. Ich dachte schon, ich muss fröhliche Weihnachtslieder singen, ey. Boah, ich habe ja gerade echte Probleme. Ich will. Ah. Nein, dieser Wichser hat mir weggeschnappt. Ach Mann, das ist ja doch Kacke. Das ist doch mega Kacke. Dreckige Geier sind das, ey, ohne Witz. Och, ich bin gerade auf dem Planeten wieder. Und schon werde ich abgemurkst hier. Ich komm zu dir, ich kann nicht zu dir. Pass auf, die sind hinter uns. Achso. Deaktiviere die Uplinks, okay. Ich deaktiviere die Uplinks. Ja! Granate kommt, Granate fliegt. Granate Luft, Granate Kante, Granate H. Ach, das gibt's doch gar nicht. Wo ich aber auch hinschieße, warte mal, ich muss mal ganz kurz. Oh, ich werde schon wieder beballert hier. Oh. Und Granate kommt, Granate kommt, Granate kommt. Ich stehe auf 30%. Ist das Wahnsinn hier, ehrlich. Das ist natürlich wieder eine schöne Eingewöhnungsphase wieder. Ja. Klar. Oh Mann, ey. Das Schlimme ist, weil die sich so doll bewegen, kann ich mit meiner Waffe überhaupt nicht nachziehen. Ich darf auch mal. Bist du jetzt in dem Fetten? Ich bin im ATS-Team. Achso, in den Kleinen. In den kleinen, dicken bist du, ne? Mhm. Mein Gott, warum trifft er denn nicht? Ja, jetzt, ja. Ich habe einen getötet, aber er hat mich dann abgesniped. ATS ist geil. ATS, denke mal, mit der Raketen, mit R1 kannst du die Flieger im Himmel abballern. Und mit der anderen sind halt so Mörsergranaten für die Infanterie. Musst du nur R2 gedrückt halten und draufhalten, dann verfolgt die Rakete. Sobald du einmal losgelassen hast, hört die dann wieder auf. Ja, Alter, meine Waffe ist echt scheiße, ey. Ich ziehe und ziehe. Vorrücken und abschalten. Mann! Geh kaputt! Das schießt du mir auch nicht. Ich nicht. Ich bin das nicht. Aber ich hab einen gemurkst. Ich hab einen gemurkst. Ein feindlicher Bomber hat unseren AT-AT als Ziel erfasst. Ein feindlicher Kampfläufer wird nachher die Weltherrschaft an uns erobern hier. Ich raff nicht, wer hier auf mich schießt. Ich weiß das auch nicht. Ich weiß nur eins, dass ich auf jeden Fall mehr Reichweite brauche. Ich brauche auf jeden Fall eine Waffe mit mehr Reichweite für die nächsten Games, die ich kaufe. Keine Ahnung. Was erzählst du denn für einen Scheiß? Ja, ich brauche. Du brauchst mehr Reichweite für die nächsten Games, die du kaufst, was? Ja, für die nächsten Matches brauche ich halt eine andere Waffe. Eine mit mehr Reichweite. Weil ich halt einfach immer nur Nahkampfangriffe habe hier. Eieieiei, hab's. Nebulan B-Fregatte. Ich habe zu viel Streuschuss. Streuschuss. Du bist doch genauso ein Penner, ey. Ich? Boah, geil. Explosive Serie habe ich gerade. Geh mal rein in den Turm. Ziel
Erfassungssequenz der Rebellen unterbrochen. Das gibt's doch nicht. Oh, wenn ich hier so ein Ding reinstehe, kurz erzählt später, explodiert das Ding. Aber ich hab vor uns auch nicht mit dem ATST hier nicht gerafft. Ich wurde von der Rakete gefunden. Lass mich doch mal ausreden. Von der ATST wusste ich aber auch nicht, wer mich abgeschossen hat. Ich hab Schüsse gemerkt. Ja, kann doch sein, dass die Luftangriff gemacht haben, ne? Was ist denn diese scheiß Drohne hier? Die verstehe ich nicht. Welche Drohne? Die Drohne. Gibt mal eine Drohne. Nee, ich weiß ja nicht, was du meinst mit Drohne. Diese Drohne, die man in die Welt setzen kann. Ach, die kämpft, die schießt. Ich glaube, die deckt die Gegner auf, dann siehst du die am Radar. Ja, natürlich schießt mich gerade die. Ja, Scheiß. Die haben aus dem Himmel haben die uns abgefallen. Ab. Hm. Macht ja nichts. Ohne sie keine Luftunterstützung. Aber ich sehe schon wieder, dass das Imperium wieder übertrieben stark ist. Weil wenn du mal guckst, ja, unsere AT-AT, wir haben fast alles eingenommen und wir haben kaum Lebensenergie verloren. Entweder wir sind zu gut oder die haben wirklich wieder 0,0 Chance. Kennst du das Programm ja? Ach, ich wurde gelasert. Ich komme gerade hier nicht so gut durch, wie es mir so wünscht. Boah, Alter. So, ich bin bei dir am Start. Der Kampfläufer ist getroffen. Kampfläufer hat die feindlichen Linien durchbrochen. Jawohl, dann schieß doch mal drauf da. Auf den scheiß Energiegenerator. Zeit auf 12 Uhr. Du gerade eine Panzerfaust in der Hand? Ja. Wir haben einen Seiler dem Kampfläufer befestigt. Ah ja. Ich schieß voll in die Wand. Kann doch nicht wahr sein. Da steht 2 Meter neben mir und ich schieße in die Wand. Naja, der Wille zählt, ne? Der gute Wille zählt, mein Freund. Du hast es ja versucht. Du wolltest ja mal schießen. Wo rennen wir überhaupt hin hier? Weiß ich nicht. Die rennen ja alle nach. Ach so, ja, wir rennen ja jetzt zu dem Schildgenerator. Ja, Granate hat voll erwischt, ey. Volle Möhre. Boah, jetzt gehe ich hier rein. Leute, jetzt kriegt ihr von eurer eigenen Front kriegt ihr einen auf die Fresse. Sieg! Ja! Yeah! Übermenschliche Kräfte. Was gab's denn? Boah, bin ich schlecht. Kills. Boah, bin ich schlecht. 4 Kills, Alter. Das ist schon, ja, das ist nett. Du bist ja mit deinem scheiß ATS, die da durchgekommen. Gar nicht. So oft, da kannst du gucken, das Video bei mir. Ich hab nicht viele getötet damit. 3 Stück oder so. Den Rest habe ich so gekillt. Mit Kopfschüssen. Da fallen die sofort um. Kapum. So, schaffen wir da 1, 2, 17 Minuten? Ja, dann machen wir wieder 30er Minuten Part, weil ich habe jetzt mal gerechnet, 17 Minuten brauchst du für die Map hier. Das musst du jetzt aufhören. Sonst machen wir eine kurze, dann machen wir halt nächstes Mal wieder. Musst du dir aber jetzt überlegen, weil dann können wir direkt weiter starten. Okay, nee, ich muss das wieder umwandeln, weißt du doch. Was müssen wir? Umwandeln. So, ja. Meine Freunde, dann würde ich sagen, du bist dran. Ich bin dran. Du warst dran. Ach, mit Ende machen. Also machen wir jetzt Ende. Ja, du willst, wenn du jetzt noch eine machen, dann sind wir wieder bei 30, oder du willst? Ist egal. Naja, dann machen wir Ende. Wir haben jetzt 19. Das passt. Haben wir dann. Beim nächsten Mal geht's dann hier weiter, meine lieben Freunde. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß. Ich weiß nicht, wo ihr Wahl die 19 annimmt, aber okay. Ich habe 19 bei mir auf meiner Uhr. Mhm. Du scheinst ja eine halbe Minute eher gestartet zu haben wie ich. Wie du das schaffst. Keine das, Ahnung. Ich habe jetzt 18:55 steht da bei mir. Also hast du bei Go wieder drauf, auf jeden Fall. Nee. Doch. Keine Ahnung, ist auch wurscht. Ja, ihr Freunde, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Geht auf jeden Fall nächstes Mal wieder weiter und dann gucken wir, ob wir die Map oder eine andere... Jetzt ist 19. Dann, ja, bei mir auch. Mhm. Dann wird es auf jeden Fall wieder eine geile Aktion. Schaut auf jeden Fall bei Onkel Gamercheck LP vorbei. Lasst ein Abo da, kommentiert, liked, alles, was ihr könnt. Bei mir auch, Revano LP. Und ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Die Macht ist stark in euch. Bis zum nächsten Mal, euer Revano. Ciao. Ja, und euer Onkel. Jo, ciao. Ja, der sowieso.